Willkommen zu Technik und Elektronik. Das ist eine Sendung nach meinem Geschmack. Ja. Die nächste halbe Stunde zeigen wir Ihnen Handys, Tablets, Laptops und sogar einen Desktop-Rechner noch. Also eine Komplettausstattung, mit der Sie sofort loslegen können, für die Sie aber nicht viele tausend Euro ausgeben müssen. Nein, nein. Wir haben hier fantastische Preise für Sie. Das sind gebrauchte Geräte, die waren schon mal in Betrieb. Wir haben die dann von einem der größten Refurbisher in Europa zurückbekommen und damit natürlich super Preise für Sie. Ja. Und wir fangen an mit dem, ja, mit dem König der Marken, mit Apple, sage ich mal. Ne? Ja, das ist wirklich schon irre, was wir Ihnen anbieten können. Und das Thema Refurbished ist natürlich nicht erst im letzten Jahr entstanden. Sie wissen vielleicht, dass wir mittlerweile seit über 11 Jahren refurbished, also wieder aufbereitete Technik anbieten. Und die wird immer wieder gerne von unseren Kunden genommen. Warum? Weil es eine ausgereifte Technik ist, weil es zum Großteil Markennamen sind, die wir Ihnen hier anbieten dürfen und weil es ganz einfach passt. Technik, die an, behaupte ich mal, fast jeder anderen Stelle um ein Vielfaches kostspieliger wäre. Wir machen es möglich, dass so etwas wirklich bezahlbar ist. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier zwei Gerätschaften aus der Apple-Familie. Und wir fangen an mit einem Gerät, was eigentlich angesiedelt wurde von Apple zwischen dem iPhone, wir wissen, das ganz normale klassische Smartphone, das iPhone von Apple, und dem iPad, also einem Tablet-Computer mit einem etwas größeren Bild. Für manch einen ist ein iPhone vielleicht von der Diagonale, vom Display her ein bisschen klein. Das iPad ist dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu groß für so manch einen. Und deswegen ist das iPad Mini mit einer Diagonale von ungefähr 20 cm ein perfektes Mittelmaß. Ja, Sie haben quasi eine deutlich bessere Übersicht als auf einem Smartphone. Und ich persönlich nutze selber auch ganz gerne zu Hause ein iPad, weil ich diese Bedienbarkeit so klasse finde. Ja, du hast diesen kapazitiven Bildschirm, das heißt, du kannst das alles berühren, du tippst deine Apps an, es öffnet sich alles, es läuft fehlerfrei. Natürlich ist es hier ein Apple-Produkt, da kann man sich grundsätzlich drauf verlassen, wenn Sie mich persönlich fragen. Ich nutze Gerätschaften von Apple mittlerweile, oh Gott, schon seit fast 20 Jahren, seit 2007. Mein erstes iPhone hat mich damals ein Stück weit infiziert und ich kann die Gerätschaften wirklich nur empfehlen. Das ist das gute Stück und gerade mal hier im direkten Vergleich, das iPhone jetzt hier, was wir natürlich gleich auch noch anbieten zum iPad, da sieht man mal sehr deutlich, was ich damit meinte. Wir haben natürlich jetzt hier auf dem iPhone eine Bildschirmdiagonale von ungefähr 10, 11 cm. Wir haben auf dem iPad eine Bildschirmdiagonale, die ist fast doppelt so groß und das macht es für viele, die vielleicht mit dem Display eines iPhones so ihre Schwierigkeiten haben, natürlich leichter, gewisse Dinge zu sehen. Das Schöne ist, ich möchte Ihnen das Gerät mal so zeigen. Schau mal, das ist ja vorne vom Display schon großartig. Das heißt, du siehst, und das ist typisch Apple, du siehst sofort, um was es geht. Ja? Also da muss man kein Ingenieurstudium abgeschlossen haben. Man muss auch keine 20 Jahre Erfahrung mit irgendwelchen modernen Hightech-Geräten gemacht haben. Ich möchte eine E-Mail schreiben, dann drücke ich hier auf das Icon mit der entsprechenden mit dem Briefumschlag, ich möchte Musik hören, dann gehe ich auf dieses Symbol mit dem Notenschlüssel, ich möchte eine Navigation starten beispielsweise, dann gehe ich ganz einfach hier auf diesen Icon, da weiß ich ganz genau, aha, da bin ich direkt in der Navigation drin, da kann ich mir verschiedenste Dinge mal anschauen. Ich möchte mal eins zeigen, warte mal, das sieht immer hier in der Kartenansicht schon ganz nett aus, aber ich zeige es Ihnen mal in einer anderen Ansicht, Moment, und zwar über den Satelliten, dann ist das fast noch ein bisschen mehr interessant. Guck mal hier, so ist das eine richtig coole Angelegenheit. Egal, was Sie machen möchten, gerade im Internet surfen, finde ich mit diesen Gerätschaften hervorragend. Schauen Sie mal hier, wie hervorragend das auflöst. Retina-Display. Das ja, dreht dieser, sich ja auch noch mit. Ne? Das dreht sich mit, ja, das habe ich so eingestellt, dass man das machen kann. Und hier, ja, die Standortbestimmung schon gleich aktiviert, zack. Da finden Sie uns, da sitzen wir gerade. Das ist unser Pearl-Komplex von oben, unser Studiogelände. Und genau mittendrin, da sitzen wir, da sitze ich gerade und halte dieses iPad in der Hand. Ein schönes, schlankes Gerät. Sie sehen, ich glaube, über die Optik müssen wir gar nicht streiten. Das ist auch vom Design her ein richtiges Schmankerl. Schau mal hier, schön dünn, schön flach. Nicht um die 200 Gramm. Das ist ungefähr so viel wie eine Scheibe Toast beim Frühstück jetzt hier. Und natürlich hinten drauf das angebissene Äpfelchen. Finde ich hervorragend. Schau mal hier, also wenn du es so in der Hand hältst, ist noch eine perfekte Größe. Du kannst es noch in einer Hand halten. Ich kann es noch mit einer Hand festhalten. Mhm. Natürlich mit Kameras ausgestattet, mit allem, was dazugehört. Eine Kamera an der Front, das sehen wir hier mal kurz. Sie können es natürlich auch jederzeit umswitchen. Das heißt, hier für die Selfies haben Sie jetzt die Kamera auf dieser Seite. Perfekt, 32 GB Speicher in diesem schönen Space Gray, so nennt das Apple jetzt hier, in diesem schönen Silbergrau mit dem angebissenen Äpfelchen. Das ist ein Sahnestückchen. Habe ich selber schon drüber nachgedacht, ob ich es mir mal bestellen soll. Denn 160 Euro, Entschuldigung, ja, für ein iPad Mini, das ist fast hinterhergeworfen. Ist unglaublich.
unglaublich. Ein Apple iPad Mini für unter 160 Euro können Sie jetzt bestellen. Ja, wir machen die Preise, wir können Ihnen diese Preise geben, weil das eben ein Gerät war, was schon mal in Benutzung war. Aber es ist natürlich erste Wahl, das heißt optisch und technisch einwandfrei. Von mir, von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Sie kriegen das iOS 12 dazu. Muss man mal ganz klar dazu sagen, das ist nicht das neueste Betriebssystem, aber mir ist keine App bekannt, also kein Programm, was da nicht drauf läuft. Absolut flüssig, für 159,99 Euro können Sie sich das bestellen mit der REF 4108 und der 569. Denken Sie dran, wir haben ganz selten mal Apple-Geräte. Wenn wir die haben, sind die eigentlich immer sofort wieder weg. Wir können die nicht nachbestellen. Das ist halt so ein Posten, den wir jetzt mal aufschnappen konnten, ergattern konnten für Sie. Aber du weißt, wir haben zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, normalerweise Apple-Geräte. Ja, kaum jetzt sind Sie da, sind Sie auch schon wieder weg. Jetzt haben wir zwei Geräte hier für Sie zur Auswahl. Das andere, was wir Ihnen zeigen wollen, ist ein iPhone. Und auch dieses iPhone kostet nicht Tausende von Euro, sondern ich sag mal für ein, ja, oberes Unterklasse-Modell würde man das gleiche hinlegen, aber da kriegen Sie nicht diese Technik und schon gar nichts von Apple. Ja, also ein iPhone ist eben nur mal ein iPhone. Es gibt Menschen, die sagen gar nicht mehr Handy oder Smartphone, die sagen ganz einfach iPhone. Bombs, für die ist das ein fester Begriff. Für mich übrigens auch. Ich hatte mein erstes iPhone 2007, das iPhone 1, damals noch exklusiv bei einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter. Ja, und wenn du alleine diesen Klingelton gehört hast. Ja, der ist ja ganz besonders. Der war was ganz Besonderes, der ist was ganz Besonderes. Damals haben sich die Leute rumgeredet. Oh, der hat ein iPhone. Er war was ganz Besonderes. Das war schon wirklich ein absolutes Highlight. Und dieser Hype um Apple-Geräte, speziell um ein iPhone, ist bis heute ungebrochen. Jetzt können Sie natürlich dann auch gerne mal in so einen Apple-Store gehen oder zu einem Vertragshändler Ihrer Wahl und sich dann also gerne mal mit so einem iPhone 15, das wäre die neueste Generation heutzutage, auseinandersetzen, so mit 256 GB Speicher, ein schönes Pro-Modell, sieht klasse aus, funktioniert super. Und dann sehen Sie einen Preis so von ungefähr so zwischen 1.800 bis 2.200 Euro. Das geht bei Apple, ehrlich gesagt, ohne dass Sie sich großartig anstrengen müssen. Wir kriegen ein bisschen Schnappatmung bei solchen Preisen. Wenn ich Ihnen aber jetzt ein iPhone SE und dann noch aus der zweiten Generation eine Special Edition für knapp 250 Euro anbiete, dann wissen die Apple-Jünger, die Apple-Fans, wie ich einer bin, das ist ein Top-Angebot, da darfst du nicht lange zögern. Das ist so ein Ding, da rennst du gegen, das siehst du einfach und sagst, das ist ein Angebot, da kommt man so schnell nicht mehr dran. Das ist wie eine Urlaubsreise ins Paradies für ein Apple und ein Ei. Unterm Strich gesehen ist das bei diesem iPhone hier ganz genauso. Gleiches wie beim iPad Mini gilt natürlich auch beim iPhone. Es ist selbsterklärend. Sie wollen ein Foto machen, dann drücken Sie hier oben auf dieses kleine Fotosymbol. Sie möchten Ihre Uhrzeit einstellen beispielsweise oder die Uhrzeit sehen, dann Wecker einstellen, dann drückst du auf die Uhr. Du möchtest Musik hören, dann gehst du da unten auf diesen Notenschlüssel. Du möchtest telefonieren, dann gehst du auf das Icon mit dem Telefonhörer. Darf man nicht unterschätzen, dass Smartphones auch telefonieren. Telefonieren kann man auch damit. Ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein kleiner Taschencomputer, wenn du das so möchtest. Ja. Ein wunderschönes Modell. Ich nehme es mir jetzt mal in die Hand. Ja, das ist schon was Besonderes. Sind aber jetzt ausgesprochen robust, robuster als es mitunter aussieht. Auch das natürlich ein Retina-Display. Und ja, wenn dieses Paket nach Hause kommt, ja, dieses Apple-Paket mit dem Äpfelchen drauf, ich freue mich dann immer, wenn ich ein neues Gerät dann bekomme. Ja, das ist dann, da möchte man sich am liebsten dann die Handschuhe anziehen, um das Gerät zu bedienen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Die sind robuster, als sie wirklich aussehen. Trotzdem empfehle ich Ihnen vielleicht mal eine Hülle drum zu machen. Sie wollen ja, dass das Gerät schön bleibt. Tolles Modell hier in der Farbgebung schwarz. Schau mal hier, knapp 130, lass es 135 Gramm sein. Das ist ungefähr so viel wie eine Tafel Schokolade. Ja, also ist wirklich also vom Gewicht ein Leichtgewicht. Oh. Unglaublich toll zu bedienen. Schau mal hier mit diesem silbernen Äpfelchen hinten drauf. Wenn Sie so ein Gerät in der Hand haben, da weiß natürlich jeder, aha, ja, es ist ein iPhone, da muss man gar nicht lange diskutieren. Der Mann oder die Dame, die hat richtig viel Geld ausgegeben. Super übrigens auch mal als Ausstattung beispielsweise für die Kinder. Wenn du so heute 15, 16 bist und bist auf dem Schulhof, dann hast du bitte ein iPhone in der Hand. Also für mich, ich hab ja lange kein iPhone gehabt. Es war immer so eine Faszination, weil man kennt die Leute, die ein iPhone haben, die sind alle davon überzeugt. Das sind alles glückliche, zufriedene Apple-Benutzer. Die schwärmen dann von FaceTime, von Siri, von all diesen Sachen. Ja. Die gehen eben nur mit einem iPhone. Das geht da auch mit alles, ne? Ja, natürlich, klar. Kannst du alles machen. Ne? FaceTime und so weiter. Dafür hast du den FaceTime-Button. Kalenderfunktion. Ich mache mittlerweile, mein halbes Leben ist in meinem iPhone drin. Mhm. Also ich mache mittlerweile eigentlich nur noch alles über das iPhone, über die Kalenderfunktion. Oder mit Siri. Das ist Ihr Sprachassistent, den Sie natürlich auch zur Verfügung haben. Mal gucken, wie viel Humor unsere Siri denn eigentlich hat. Erzähl doch mal einen Witz. Oh.
gespannt. Habe ich zu leise gemacht? Moment, ich habe zu leise gemacht. Moment, da ist der richtige Knopf. So, fragen wir noch, Moment. Erzähl einen Witz. Frau Doktorin, alle behaupten, ich wäre eine Uhr. Ach, die wollen Sie doch nur aufziehen. Ja. Na gut, über Humor lässt sich bekanntlich streiten, aber Sie sehen, die Dame ist durchaus schlagfertig. Wenn Sie es natürlich vielleicht ein bisschen mit weniger Humor haben möchten oder vielleicht einfach mal ein bisschen nüchterner, dann gehen Sie ganz einfach sagen, den Wecker bitte auf 7.30 Uhr. Er ist an. So, zack, nüchtern formuliert, er ist an, bums. Ja, und wenn Sie jetzt hier drauf tippen oder auf den Wecker im Allgemeinen gehen, hier im oberen Teil da, dann sehen Sie, dann ist der Wecker auch schon hier einprogrammiert. So einfach und so schnell kann das gehen, das ist alles selbst. Ja. Du musst gar nichts mehr tippen, das ist alles wunderbar. Ja? Ja. So, pass auf. Hast du mich lieb? Ich finde dich ziemlich klasse. Sehen Sie? Ja. Sie hat mich angeguckt. Soll mal einer sagen, Siri hat keinen Geschmack hier. Sie hat mich angeguckt, das war die Rückkamera, Carsten. Alleine mit Siri, mit dem Sprachassistenten, können Sie sich mit Sicherheit eine Stunde oder zwei beschäftigen. Ich ertappe mich dabei, wie ich abends im Bett liege und sage dann, hey Siri, ja, du kannst sie also auch ohne Tastendruck aktivieren, wenn du möchtest. Dann sage ich, Wecker, keine Ahnung, 7 Uhr, 7.30 Uhr, 6.30 Uhr oder was, wenn ich noch zum Sport möchte. Und ich ertappe mich dann dabei, wie ich häufig auch da liege und sage, hey Siri, gute Nacht. Hm. Ja, und das mal versuchen. Gute Nacht. Angenehme Nachtruhe. Ja, man fühlt sich nicht so alleine, wenn sie wieder dabei Freund ist. Ein neuer Freund hier. Unser Apple iPhone SE, zweite Generation mit dem aktuellen Betriebssystem. Alles, wovon Sie jemals gehört haben, warum Apple-Leute ihre Apple-Geräte so lieben, ist hier drin. Und das nicht für deutlich über 1.000 Euro, sondern für 249,99 Euro. Auch hier natürlich wieder erste Wahl, das heißt optisch und technisch einwandfrei für mich von einem neuen Gerät nicht zu unterscheiden. Natürlich kommt auch das versandkostenfrei zu Ihnen. Vielleicht auch mal so als erstes Handy überhaupt, wenn Sie schon mal mit den Gedanken gespielt haben, hier kriegen Sie ein echtes Spitzenmodell. Lässt sich natürlich auch mit allen Providern hier betreiben. Ja, Vertrag ist SIM-Lock frei. Können Sie ganz einfach so eine Karte da aus dem Supermarkt holen. Die sind ja wirklich sehr preisgünstig, diese Prepaid-Karten da reinstecken und schon geht's los. Schon eine schöne Ausstattung hier, oder? iPad Mini und iPhone für deutlich unter 1.000 Euro. Klasse. Reden wir mal über Desktop-Rechner, oder? Desktop-Rechner, ja. Könnte ich auch mal wieder einen Vertrag. Habe ich viele Jahre genutzt. Das sind diese riesengroßen Kisten, die unterm Schreibtisch. Das sind diese Umzugskartons. Ja, die haben ja so viel Technik drin. 30 Kilo schwer. Yeses, also wenn Sie da überhaupt Platz für haben. Und dann der Monitor in der kleinen Wohnung wird schon schwer. Und dann noch so ein riesen 40 Kilo Monitor. Und damit ist die Ironie auch an einem Ende angekommen. Wir stehen mal eben auf und gehen mal zu Diana rüber. Denn Diana sitzt schon am Desktop-Rechner hier gerade. Sehr beschäftigt. Und wenn man mal schaut. Du hast dich gut beschäftigt, ne? Ja. Wo ist denn der Desktop-Rechner? Wo hast du den versteckt? Moment. Ist er da? Nein, sitzt davor. Nein. Oh, jetzt habe ich das Buch umgekippt. Ja, nein. Guck mal. Jetzt pass auf. Fast wie ein Buch. Jetzt wackelt man nicht so. So. Wie ist ein kleines Buch. Ja. Da ist er. Wahnsinn, ne? Ja, da guckst du erstmal doof. Hab ich, ganz bei allem Respekt, habe ich das erste Mal gemacht. Ich habe also auch unter einem Desktop-Rechner das verstanden, was wir da vorne im Büro stehen haben. Das Ding, wo ich jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, mit dem Knie gegenstoße. Diese riesen Biester, wo man ehrlich gesagt gar nicht so wirklich weiß, wohin denn eigentlich damit. Dabei ist ein Desktop-Rechner so richtig klasse, weil man hat so alles an einer festen Stelle. Ja, natürlich nutze ich auch ganz gerne mal einen Laptop, wenn ich zu Hause mal unterwegs bin, sitze auch mal auf dem Sofa mit so einem Ding. Wir haben gleich auch noch einen tollen HP-Laptop hier für Sie. Aber wenn man es wirklich ernst meint, wenn man arbeiten möchte, wenn man als Schüler in seinem Kinderzimmer, in seinem Jugendzimmer einen Schreibtisch hat, so als Lernbasis, wo du da sitzt, um dich auf deine Klausuren, auf deine Klassenarbeiten vorzubereiten. Bei den Studenten, typisches Studentenzimmer mit Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch, ja, da gehört ein Desktop-Rechner hin. Sie wissen genau, an der Stelle ist alles da. Sie möchten eine E-Mail schreiben, bumm, setzt du dich dahin. Du möchtest deine Fotos verwalten, deine Videos bearbeiten, all diese ganzen Geschichten, bumm, hast du einen festen Platz, du weißt, in der Kiste ist alles drin, da finde ich alles, was ich brauche. Du möchtest im Internet surfen, du möchtest deine Urlaubsangebote vergleichen, deine Überweisungen im Online-Banking machen, dann machst du das natürlich jetzt hier an einem festen Platz. Das ist Ihr eigener Arbeitsplatz, das ist Ihr Reich. Ja, so, da geht keiner dran, da hat keiner was dran zu suchen, die Daten sind geschützt, alles das, was ich digital brauche, habe ich an einer Position. Aber eben nicht mit so einem Klumpen, ja, so groß wie der Schuhkarton von einem Damenstiefel und ungefähr fünfmal so schwer, sondern ganz klein und kompakt. Schauen Sie mal hier, ich zeige Ihnen das Gerät mal. Mal mit der Hand davor, komm her. Irre, kann ich schon fast mit meiner Hand verdecken. Das ist wirklich das kannst du mit ins Bücherregal stellen, so ne? Das fällt aus. Überhaupt nicht auf. Schau mal. So, pass mal, nimm die Bücher. Ich sage, das ist wie ein Buch. Irre, ne? Tada.
Ein PC, du kannst mitnehmen, ne? Vergleichen Sie das jetzt nicht mit dem hier, das wäre unfair, ja? In einem Desktop-Rechner kriegst du unglaublich viel Technik, weil da Platz ist. Aber man braucht heute nicht mehr viel Platz in einem Desktop-Rechner. Kannst du so auch machen. Kannst du hochkant, vertikal oder horizontal hinstellen, ist völlig wurscht. Ein Speicherwunder. Er ist schnell, er ist präzise, er ist zuverlässig. Der hat einen Intel Core i3-Prozessor drin. Millionenfach in den letzten Jahren in Rechnern weltweit verbaut. Der wird in Asien genauso genutzt wie in den amerikanischen Staaten, wie in was weiß ich wo, in Europa. Ein richtig schneller, ausgereifter Prozessor. Sie haben 8 GB Arbeitsspeicher, reicht völlig aus für die ganz normalen Arbeiten, Vergnügungsdinger, die man eben mit einem Computer so macht. Und jetzt kommt der Grund, warum ich gesagt habe, Speicherwunder. Der hat 2 Festplatten drin. Der hat eine 128 GB Festplatte modernster Natur auf einer SSD, eine sogenannte Solid State Drive, vergleichbar mit einer SD-Karte. Ja, die sind viel schneller als diese alten beweglichen Festplatten. Wesentlich schneller und wesentlich leiser und wesentlich weniger Temperaturentwicklung. Sie haben aber noch eine zweite mit drin, das soll man gar nicht glauben, bei dieser Miniaturgröße hier von 500 GB auf einer HDD. Das sind 628 GB Speicher. Da könnte ich wahrscheinlich noch 10 Jahre speichern und hätte immer noch reichlich Platz dafür. Mein Handy hat 128, hat immer noch die Hälfte frei. Es ist genug Platz für all Ihre Fotos, Ihre Dokumente, Ihre Videos. Also unglaublich. Und habe ich das richtig gesehen? Windows 11 ist auch noch drauf? Windows 11 ist auch schon drauf. Moderner und neuer geht nicht. Das ist das Top-Modell momentan von Microsoft. Sie wissen, da hat es einiges gegeben. Ich habe, glaube ich, mit Windows XP oder was damals angefangen. Oh. Windows 2000, sowas. Bin ein bisschen älter. Ich habe mit Windows 3.1 angefangen. Oh. Da haben wir doch von Kilobyte gesprochen. Da hat sich der Router noch mit ins Internet eingewählt. Da gab es keine Router. Also Sie merken, da ist einiges passiert in der Entwicklung mit Windows 11 sind Sie natürlich ganz vorne mit dabei. Und bitte, damit Sie auch unbeschwert im Internet surfen können, Sie wissen, da lauert so die ein oder andere Gefahr, damit Ihnen da keiner Ihre Daten klaut oder sonst was veranstaltet, ist ein Antivirenprogramm natürlich auch schon aufgespielt. Das alles, was wir gerade hier angesprochen haben, ist in dieser kleinen Kiste drin. Ja, so. Mit den entsprechenden Anschlüssen. Einer ist hier besetzt mit dem Dongle. Reden wir gleich auch noch drüber. Das ist die Funkfernbedienung quasi für ihre Maus. Alles kabellos, das Ganze. Ein weiterer USB-Anschluss. Hinten natürlich noch weitere USB-Anschlüsse, auch für weitere Festplatten, für Monitore, für alles Mögliche. Kannst du alles super anschließen hier. Und das eben entweder so oder, wenn Sie möchten, habe ich so. Habe ich ihn richtig rum? Nee. So. Die Marke Fujitsu ist ja auch eine Weltmarke im Geschäftsbereich, ne? Das darf man nicht vergessen. Also das ist ein Firmenrechner, da hat irgendjemand das Glück gehabt, in seinem Büro mit diesem Rechner arbeiten zu dürfen. Anders kann man es nicht formulieren. Mhm. Ja, es ist ein Hochleistungsrechner, den wir hier vor uns haben, der normalerweise für Profis vorgesehen war und auch nach wie vor für Profis vorgesehen ist. Also die Fujitsu-Rechner finden Sie nach wie vor noch in den Bürogebäuden, in den Büroräumlichkeiten. Vielleicht haben Sie in Ihrem Büro auch einen Fujitsu-Rechner. Also normalerweise auch vom Preisgefüge etwas, was man normalerweise zur Verfügung gestellt bekommt, sich aber im Privaten vielleicht nicht unbedingt leisten kann oder leisten möchte. Und damit sind wir beim Preisgefüge. Haben Sie das schon gesehen? Ja? Erste Wahl, technisch und optisch absolut einwandfrei. Ein Speicherwunder, modernste Technik mit drin. Windows 11, Antivirenscanner, das komplette Paket für 180 Euro. Versandkostenfrei. Ja, ein hochmoderner Rechner, muss man wirklich sagen hier. Beste Qualität von Fujitsu. Den können Sie sich bestellen mit der REF 2495 und der 569. Ich muss immer wieder sagen, ich werde es auch noch ein paar Mal hier in dieser Sendung sagen, wir haben nur eine begrenzte Anzahl von diesen Rechnern, von den iPhones, von den iPads. Die können wir nicht nachbestellen, weil das sind Leasing-Rückläufer, die wurden halt benutzt, aber da können wir nicht anrufen und sagen, wir brauchen noch mal 500 Stück. Mal noch mal 50. Geht nicht. Sollte schnell sein. Also wirklich, gerade also die Geräte gehen immer sehr schnell weg. Mal noch mal 2. Ja. Nein, nein. In Köln sagt man, was fort ist, ist fort. Ja. Ja? So. Natürlich brauchen Sie für einen Desktop-Rechner, anders als bei einem Laptop oder bei einem iPhone oder bei einem iPad Mini, einen Monitor. Ja, so jetzt können Sie natürlich lange auf die Suche gehen oder aber Sie schauen sich mal unser Refurbished-Gerät an von LG. Diana,
was ihr arbeitet dran, was man ja so arbeiten ja, ja, nennt. Ja, spielt gerade schon ein bisschen damit rum. Das ist ein LG-Monitor mit 23,8 Zoll. Damit kann kein Mensch was anfangen. Deswegen drücke ich es in Zentimeter aus. Sind 60,5 Zentimeter so in der Bildschirm. Das war früher unsere Fernseher, ne? Genau so ist es. Ja, ja, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater schon stolz war, wenn er mit einem Röhrenfernseher in dieser Größe zur Tür reinkam, hat ein Vermögen dafür bezahlt und meine Mutter hat ihn ausgeschimpft. Heute kriegen sie sowas für 110 Euro. Das ist wirklich ein Witzpreis. Ja. Darf man wirklich nicht anders sagen. Ist ein Witzpreis. Das ist ein 16:9. Die Diagonale 16 Millionen Farben. Deswegen zeigen wir Ihnen ja gerade mal das Video. Ja, also ich glaube, da gibt es noch wirklich nichts mehr dran zu meckern. Fantastisch in der entsprechenden Auflösung. Und falls der ein oder andere wieder schimpfen anfängt, wir sind ja im Moment in einer Zeit, wo der Strom ja nur doch ein bisschen kostspieliger ist. Ja. Der hat einen, habe ich mir extra notiert, EPA Gold Star Energy System. So nennt sich das. Kann man sich merken, muss man aber nicht. Der verbraucht im Betrieb, jetzt wenn er gerade läuft, 15 Watt. Ja, das ist, ja ist wie zwei Sparbirnen in der Stehlampe im Wohnzimmer. Da machst du dir auch keine Gedanken drum. Am besten gleich mitbestellen, dann machen Sie das Paket fast schon komplett. Eine Sache haben wir gleich auch noch für Sie. Der lässt sich natürlich in der Höhe, im Winkel so einstellen, dass der für Sie perfekt ergonomisch auch ist. Ein fantastisches Gerät von LG, auch der ist erste Wahl hier für nur 109,99 Euro mit der REF 3078 und der 569 kommt er auch zu Ihnen mit nach Hause. Was Sie noch brauchen, ist tatsächlich eine Maus und Tastatur, haben wir hier auch drahtlos zum Spitzenpreis. Diana, wie ist das? Wie ist das Arbeiten mit dieser Maus und dieser Tastatur? Wir müssen uns auch ein bisschen entspannen. Ja, ich glaube, bei Computern das ist auch wichtig, dass Sie können arbeiten und dass es auch wird genauso bequem arbeiten, auch ein bisschen entspannen. Ich glaube, auch viele unserer Zuschauer oder Enkelkinder oder Kinder spielen auch. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, gute Tastatur haben und Maus, weil das ist die Geräte, die arbeiten jeden Tag. Das ist für mich sehr wichtig. Das wird lautlos natürlich. Dass zum Beispiel, Sie würden auch eure Nachbarn nicht stören oder auch für sich selbst, das wird nicht so. Meine Nachbarin, wenn Ingo auf dem Computer rumtippt, klack, klack, wenn klack, Carsten klack, auf dem Computer klack, rumklack, klack, 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 kannst, nichts, was dich irgendwie stört, was dich einschränkt. Ja. Ich weiß, Ingo nimmt sich so eine Tastatur auch gerne mal auf den Schoß. Ja, ich finde das sehr angenehm. Bestellen Sie am besten gleich mit dazu. Super neu Preis übrigens. Hier. Neu. Nicht refurbished, das ist einzig neu heute. Auch wenn Sie schon Tastatur haben, denken Sie mal drüber nach, die ab und zu mal auszutauschen. Hygienisch ist das sehr sinnvoll. Eine fantastische Tastatur und Mauskombination, beides zusammen. Damit hat man den Rechner jetzt komplett fertig. Sie haben Ihren Desktop-Rechner, den Monitor und Tastatur, sogar Funktastatur und Maus. 280, 290 plus Tastatur sind wir bei ungefähr 300 Euro. Für einen vollwertigen Desktop-Rechner mit Monitor, mit 24 Tastatur und Maus. Wahnsinn. Unglaublich. So, wir hatten jetzt ein Telefon, wir hatten ein Pad, ein iPad. Ein iPhone hatten wir, ein Telefon. Na gut, entschuldige. iPhone. Dann hatten wir den tollen Desktop-Rechner mit Monitor und Tastatur. Was fehlt, ist ein Laptop. Ja, ne? So. Bei aller Liebe, ich meine, iPhone ist cool, müssen wir nicht drüber sprechen, will eigentlich fast jeder haben, aber zumindest jeder, den ich so kenne. iPad Mini ist großartig, Desktop-Rechner auch, aber manch einer möchte dann vielleicht doch ganz gerne mal ein bisschen flexibel sein. Mal so ein Laptop wegen der größeren Bildschirmdiagonale und wegen der Einsatzmöglichkeiten vielleicht auch mal im Zug einsetzen. Was ist denn hier los? Musik? Ja. Das ist ja eine... Stereo-Lautsprecher, ja, haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Ja, wichtig. Jetzt haben wir natürlich bei all der Pracht, die hier steht, und ich hätte diese Grundausstattung, so wie sie jetzt hier steht, ehrlich gesagt schon sehr gerne zu Hause, ein Laptop von Hewlett-Packard. Einer der wohl größten Computerhersteller der Welt, ein Großkopferter, die machen seit 50, 60 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange die das schon machen, Computer vom allerfeinsten. Ich selber nutze, wenn ich Laptops nutze, bei mir zu Hause im Privaten ausschließlich Hewlett-Packard-Geräte. Ich habe auch Drucker von Hewlett-Packard gehabt, Drucker, Patronen, all die kompletten Peripheriegeräte, einmal rund um den Rechner, einmal rund um den Laptop und ich bin bis jetzt immer absolut zufrieden gewesen. Jetzt bieten wir Ihnen hier ein Gerät an, was normalerweise, also aus der Elitebook-Serie, auch das ein Geschäftsrechner, ja. Ein Elitebook von Hewlett-Packard, was normalerweise eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller hat, die liegt bei 1.549 Euro. Und der ist jeden einzelnen Cent wert, muss man immer dazu sagen.
Ich zitiere meine Frau Mutter, meine Frau Mama, die sagt, da muss eine alte Frau lange für stricken, für 1500 Schleifen. Ob ich mir sowas mal eben nebenher dahinstelle, puh, also wenn sie es haben, gerne, ja, aber wenn nicht, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Wenn sie trotzdem nicht auf Qualität verzichten möchten, sind die Refurbished-Rechner genau das, was sie vielleicht gesucht haben. Eine Top-Ausstattung, von allem nur das Feinste. Sie haben eine unglaublich robuste Oberfläche. Das Elitebook kommt aus der Geschäftsrechnersparte von Hewlett-Packard. Die werden nach ganz besonderen Maßstäben getestet. Die werden nach militärischen, Standards. Man muss ja mit dieser Bezeichnung ein bisschen aufpassen in diesen Tagen, aber das bedeutet nichts anderes, als dass die großen Temperaturschwankungen unterzogen werden. Von minus 10 auf plus 30 Grad. Macht er das mit? Ja oder nein? Wenn das mitmacht, geht er in Serie. Wenn nicht, ja, muss ein Ingenieur noch mal ran. Der hat eine extreme Robustheit. Das heißt, wenn der mal einen Titsch mitkriegt, ja, wenn der mal einen wegkriegt, gerade bei Schülern und Studenten, wenn der mal in so einem Rucksack ist oder mal in der Aktentasche und die ja, wird vielleicht mal ein bisschen unsanft behandelt, dann nimmt er ihn das nicht gleich krumm. Viele andere Gerätschaften würden da vielleicht dann doch eher mal schnell kaputt gehen. Bei dem Modell ist das de facto nicht so. Der ist rasend schnell und der sieht richtig klasse aus. Ja, ne? Der hat ich mag diese Metallic-Optik. Das ist schon ein Schmankerl. Das sieht dann schon mal ein ganzes Stück edler aus, muss man ganz klar sagen. Laptops normalerweise schwarz. Ja, schwarz oder grau. Ja, oder grau. Ja. Das ist mal was Besonderes hier. Da haben wir was Besonderes in der Hand. 14 Zoll groß, perfekte Größe für zu Hause. Du siehst alles, also fast 36 Zentimeter. In der Bilddiagonale von der Qualität des Bildes können Sie sich gerade selber überzeugen. 16:9, hochauflösend, HD-Qualität, Spitze, typisch HP eben. Der ist sehr, sehr leicht. Ja. Wirklich, das ist ja auch wichtig. Ne? Gerade einen Laptop nimmt man ja mal mit aufs Sofa, mit nach oben ins Schlafzimmer, um vielleicht abends noch mal einen Film zu gucken. All diese Sachen hier. Also Gewicht ist tatsächlich auch eine Sache. Natürlich die Robustheit, das ist eben das Besondere an diesen Geschäftsrechnern, dass sie auch mal einen Stoß abkönnen. Und weil so ein Rechner ist dafür gemacht, hier eben unterwegs zu sein. Ob das nur in der Wohnung ist, ob das in die Schule, in die Uni oder zum Arbeitsplatz ist. Es ist wirklich toll. Und hier haben wir eben ein Gerät, was schnell genug ist, was gut genug ist von der Technik, dass man da auch ein bisschen Spaß mit haben kann. Schauen Sie mal, so wie wir jetzt hier unseren Werbeclip sehen, so können Sie jetzt den neuesten Kinofilm auf Ihrem Streamingdienst abends nochmal gucken. Ja. Machen wir alle, oder? Ja, selbstverständlich. Die Serie, wenn ich sie schaffe. Wenn man sie schafft. 40 Minuten ist echt schon eine Grenze. Ja, aber wenn dann noch ein Cliffhanger kommt, dann ist man die ganze Nacht wach immer. Also entweder du ziehst es bis 2 Uhr nachts durch oder ich komme noch nicht mal bis zum Vorspann. Manchmal weiß ich morgens gar nicht, was habe ich eigentlich gestern Abend noch angemacht. Genau. Aber geben Sie mal so einem Laptop einen 16-Jährigen in die Hand. Ja? Der ist jetzt irgendwo vielleicht mal so in Richtung Abitur unterwegs. Ja? Und natürlich, ja, wir waren alle mal 16, wir wissen, dass es da mitunter ein bisschen robuster zugeht. Wenn Sie dann ein Neugerät für 1500 Euro dann kaufen, dann muss der natürlich in Watte gepackt werden. Haben Sie jetzt da einen 16-Jährigen, der ist mit seinen Kumpels unterwegs, der schmeißt die Tasche in den Bus, all sowas eben. Ja? Dann brauchen Sie einen Rechner, der das mitmacht. Der nicht gleich nach dem zweiten, dritten Mal sagt, danke, das war's dann. Und das ist die Elitebook-Serie von Hewlett-Packard. i5-Prozessor drin, 8 GB Arbeitsspeicher haben wir und 256 GB auf einer Solid-State-Drive. Festplatte reicht aus für die meisten Fotos, für die komplette Videosammlung, all sowas eben. Also ein komplettes Paket für die Erwachsenen, für die, die aus der Schule raus sind, sagen wir es mal so. Ja, haben wir natürlich ebenfalls noch ein kleines Schmankerl mit drin. Also da ist wirklich an alles gedacht worden. Also auch wenn Sie jetzt mal so einfach nur mal, wissen Sie mal, mit dem Rechner mal eben zu zweit abends auf dem Sofa versetzen. Komm, Schatz, wir gucken uns jetzt mal ein paar schöne Urlaubsangebote an. Wo soll es denn hingehen, mal irgendwann im Sommer? Ja, mal so ein paar Urlaubsvergleiche oder was. Oder wenn man sich was Neues kaufen will, sei es eine neue Couchgarnitur oder ein Auto oder was, dann guckt man natürlich oder vorher. Oder was Tolles von Pearl, einen tollen Refurbish-Rechner. Oder einen schönen Refurbish-Rechner von Pearl. Und so cool, wie ich das iPhone finde, schauen Sie mal, Sie können das Ganze natürlich auch hier im Internet auf so einem iPhone machen. Ja, ja. Oder auf so einem iPad Mini. Das würde ich auch empfehlen, wenn es mal eben auf die Schnelle gehen soll. Aber so ein 14-Zoll-Monitor auf so einem Laptop ist dann nochmal eine ganz andere Qualität. Also alles, was mit Schriftverkehr und so weiter zusammenhängt, würde ich wahrscheinlich eher da drauf machen. Zum Telefonieren für unterwegs, iPhone super. Und vielleicht mal für das schnelle Filmchen zwischendurch mal ein iPad Mini. Reden wir mal über den Preis. Sie wissen selber, was Laptops heute kosten. Unser Laptop hier hat eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller von weit über 1000 Euro. Und nochmal, ich wiederhole es, das ist jeden einzelnen Cent wert. Bei uns bekommen Sie jetzt diesen Rechner, genau den ich hier in der Hand halte, für 249,99 Euro, nicht mal 250 Euro.
Das glaubt einem wirklich kein Mensch. Und gerade wenn Sie Kinder haben, die brauchen ihren eigenen Rechner. Na klar. Ob Sie zur Schule gehen, in die Uni, vielleicht haben Sie selber einen alten Laptop, mit dem Sie nicht mehr zufrieden sind, weil das ewig dauert, bis der hochfährt. Der hier wird jahrelang sehr, sehr schnell sein. Ein toller Allround-Rechner für alle Anwendungen. Vielleicht wollen Sie auch das erste Mal überhaupt sich einen Rechner kaufen. Ganz kurz noch eben, dadurch, dass Diana ein Schussel ist, der hat eine wasserabweisende Tastatur. Ah, du, mir ist das auch schon passiert. Dass ein Kaffee da einfach rübergeht. Also ein Laptop, fantastischer Laptop hier für 250 Euro. Holen Sie sich den, es lohnt sich wirklich. Wir haben Ihnen alles gezeigt, was wir Ihnen zeigen wollten. iPad, iPhone, Desktop-Rechner und Technik. Laptop. Jetzt ist an Ihnen, schnell zu sein, damit Ihnen das niemand vor der Nase wegschnappt. Viel Spaß damit.